Geräusche im Supermarkt, eigentlich ganz normal. An den Kassen piepst es ständig laut, im ganzen Markt dröhnen Musik und Durchsagen und Mitarbeiter wuseln herum. Manche Kunden haben aber ein echtes Problem mit der Reizüberflutung. Menschen aus dem Autismus-Spektrum empfinden anders und sie empfinden es wesentlich krasser, was da auf sie einprasselt. Sie werden nervös, sie werden unruhig, ja. Sie werden hektisch, sie haben Fluchttendenzen, weil sie sich dem entziehen wollen. Also ein entspanntes Einkaufen ist für viele unter diesen Bedingungen leider nicht möglich. Und das wollen wir ändern. Ein Rewe-Markt in Heusenstamm in der Frankfurter Straße macht jetzt ein Experiment, als erster in Hessen. Jeden Mittwoch gibt es hier die stille Stunde, genau genommen zwei. Georg Diederichs betreut zwei Autisten und hatte die Idee dazu, dem Supermarkt zusammen mit dem Behindertenrat ein Konzept aus Neuseeland vorzuschlagen. Marktleiter Sedat Tekin sieht darin großes Potenzial. Mir ist es wichtig, für jede Art von Menschen etwas anbieten zu können. Und in dem Moment, wo der Behindertenbeirat auf mich zukommt und die Idee vorgeschlagen hat, hat mich das natürlich überwältigt und mit nicht langer Überlegung habe ich auch direkt zugesagt, weil wir auch diesen Menschen ermöglichen sollten, auch einkaufen gehen zu können, wie alle anderen auch. Jeden Mittwoch wird's also nachmittags dunkler und viel leiser. Mitarbeiter räumen keine Waren ein und die Kassen flüstern nur noch. Wie sie hören, hören sie wenig. Nicht nur Autisten, auch Ältere und besonders Reizempfindliche merken das sofort. Genau deswegen bin ich hier. Normalerweise gehe ich früher einkaufen, also schon so um halb drei gehe ich los. Und dadurch, dass mich Freunde informiert haben, dass das jetzt hier stattfindet, habe ich gesagt, okay, du gehst ein bisschen später einkaufen, weil ich halt auch direkt zu der Zielgruppe gehöre. Reizüberflutung, bla, das alles. Unnötigen Stress abbauen, wo es geht, ist das Prinzip der stillen Stunde. Auch die, die mit jeder Einkaufsatmosphäre klarkommen, schätzen das. Es ist gemütlicher, man kommt ein bisschen runter, vor allem mit einem Baby. Er macht gerade den Mittagsschlaf. Ja, also ich finde es besser. Mir passt das so. Ich finde es schön. Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall angenehmer. Also ich mag es ohne Musik, ob mit Musik ist mir eigentlich relativ, aber ich mag es so ein bisschen dunkler, sage ich mal. Es entspannt mich. Also es ist wirklich so, ich kann hier mal durch die Gänge laufen, ohne die Beschallung, ohne dass mein Kopf sagt, du musst raus, es ist zu laut, es ist zu viel. Die stille Stunde. Sie hilft offenbar und fällt als Konzept auf.